Der Neue ist ein alter Bekannter. Willkommen zurück, Markus Weinzierl. Der 46 Jahre alte Fußballlehrer übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers und ist natürlich top motiviert. Für mich war es wie nach Hause kommen. Also es ist kein Geheimnis, dass ich es bereut habe, damals auch wegzugehen und froh bin, wieder hier zu sein. Und das egal in welcher Situation. Die Situation ist natürlich jetzt 3 Spieltage vor Schluss irgendwo schwierig, aber die werden wir lösen, die werden wir gemeinsam lösen. Und das habe ich von der ersten Minute gespürt. Gespürt hat man auch das Feuer, das Weinzierl direkt im ersten Training entfacht hat. Geschäftsführer Stefan Reuter ist überzeugt, mit Markus Weinzierl, der den FCA in seiner ersten Amtszeit in die Europa League geführt hat, den richtigen Mann gefunden und damit den entscheidenden Impuls im Abstiegskampf gesetzt zu haben. Schnell war beiden Parteien klar, Weinzierl und der FCA, das passt. Für uns war es ganz wichtig, am Wochenende zu spüren, dass der Markus brennt, dass er frisch ist, dass er Lust hat auf die Aufgabe und waren beeindruckt, muss ich sagen. Als wir dann speziell Sonntagnachmittag aufs Sportliche gekommen sind, auf die Mannschaft, auf die Dinge, wie er es angehen will, es hat richtig Spaß gemacht, es hat richtig Euphorie auch bei uns entfacht und eine Vorfreude auf die letzten 3 Spiele. Neben Markus Weinzierl wird künftig auch Rainer Maurer als Co-Trainer die Mannschaft führen. Der 61-Jährige war zuletzt bei Türkgücü München als Cheftrainer aktiv. Weinzierls letzte Station hingegen war beim VfB Stuttgart. Dorthin geht es für Rot-Grün-Weiß auch im nächsten Bundesligaspiel am 7. Mai. Das oberste Ziel von Weinzierl, Reuter und dem Verein, den Klassenhalt schnellstmöglich fix machen und zurück zu alter Stärke finden. Da will ich die Jungs von der Einstellung, von der Mentalität wieder hinbringen, plus natürlich eine spielerische Entwicklung, plus natürlich auch den Umschaltmoment, der mir auch ein bisschen gefehlt hat. Das war immer die größte Stärke des FC Augsburg, geradlinig zu kontern, geradlinig in den Rücken des Gegners reinzukommen. Und an diese Stärken werde ich sie wieder erinnern und werde versuchen, das rauszukitzeln. Ich hoffe, dass es schnell geht, weil viel Zeit haben wir nicht. 10 Tage bleiben dem neuen Trainerteam und unserem FCA bis zum nächsten Pflichtspiel. Bis dahin wird fleißig gearbeitet, um dann den Weg ins 11. Jahr Bundesliga zu ebnen.